Was geht ab, meine Homies? Wir sind wieder da. Yo, Little Rocky, wir am Start. Und ja, es ist jetzt gerade 11 Uhr und ich bin heute um 6 aufgewacht. Aber ich musste das hier jetzt so spät drehen, weil die Methode damit zusammenhängt. Wir sind wieder bei Trading to the Top mit einer neuen Episode. Folgendes. Das ist die silberne Methode. Sie geht folgendermaßen, wenn ich sie bitten darf, einfach zuhören und ihr werdet Coins haben. Nein, so leicht ist es dann doch nicht wieder. Es ist dann wieder. Nein, so leicht ist es dann wieder doch nicht. Genau so rum geht es. Folgende Methode. Es ist so leicht. Ihr geht einfach Silber, Check, Boom, Zack. Und da findet ihr auch schon die geilsten Deals. Wenn es so schön wäre. So schön ist es leider nicht. Ich will jetzt nur mal kurz gucken. C, A, B, C, D, E, F, G. Ich sing die Scheiße immer. Ich hatte das hier alles schon gerade aufgenommen und dann habe ich gemerkt, dass ich mein Mikrofon nicht reingepackt habe. Und ich hatte da so schöne Deals, aber die zeige ich euch noch gleich. Also, wir haben ihn hier für 4000. Ich könnte den jetzt auch Sofortkauf machen, aber der wird nicht für den Sofortkaufpreis gehen. Aber ja, ihr denkt euch jetzt, ey, wie ist das so? Wenn ich Silber mache, sehe ich nur Scheiße. Folgendes: Diese Methode geht nur 10 Uhr später. Ihr werdet die Hammer-Deals finden. Ich zeige euch, was ich eben gerade vor 10, einer Minute gefunden habe hier. Niel, nächstbilligster liegt bei 9000, habe ich für 1000 bekommen. Goban, habe ich für 2000 bekommen. Ist der nächstbilligste, liegt bei 5000. Nächstbillige liegt bei 700, nächstbilligste liegt bei 600. Man findet einfach die geilsten Deals, wenn ihr diese Methode anwendet. Ich garantiere es euch. 10 Uhr später, es ist jetzt gerade 10:30 Uhr, 11 Uhr gerade. Ich habe morgen noch ein Spiel um 8 Uhr, um 7 Uhr ist Treffen, da muss ich um 5 fast aufstehen, weil das so weit weg ist, das Auswärtsspiel. Heul, und ich sollte jetzt nicht mehr wach sein, aber egal. Genau. Und jetzt wollen wir uns den hier erstmal sichern. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was der nächstbilligste ist, aber der hat natürlich geile Stats. 1880 Pace, 74 Dribbling. Hätte ich eigentlich gerne in meinem Team, hatte ich schon mal. Ich weiß nicht, wir sollten den vielleicht sogar für den Sofortkaufpreis holen. Das wäre gar nicht so dumm, weil jetzt gehen hier die Gebote rund. Ich glaube, das werde ich auch gleich machen. Ja, so. Jetzt gucken wir mal, was der nächstbilligste war. Hoffentlich ist es jetzt nicht. Ja, okay, das ist immer noch ein ganz schön guter bissel Profit da drinne. So, wo ist er denn jetzt hier? Nicht zu. Ne. Schnelle Auktion, da machen wir mal 3100. Ich glaube nicht, dass er geht. Zwar vielleicht ein bisschen voreilig der Kauf. Auf jeden Fall findet man richtig geile Deals. Es ist so simpel. Ihr müsst einfach zack hier. Machen wir jetzt kurz nochmal beliebig rein. Dann einfach suchen. Um 10 Uhr, 11 Uhr später. Und ihr findet einfach Spieler, die wirklich geile Stats haben und keine Gebote. Ja. Solche Spieler. Die haben zwar keine Hammer-Stats, ihr werdet jetzt auch nicht nur irgendwie so Spieler 90 Pace abfinden, aber ihr werdet gute Deals finden, wo ihr dann immer ein paar kriegen könntet. Macht ihr das jede Nacht ein bisschen, halbe Stunde zu einer Stunde lang. Und schon habt ihr euch die Deals rausgepackt und ja, das sammelt sich dann auch an. Und das war's eigentlich schon. Das ist die Methode. Die letzte ist richtig gut angekommen. Die hat irgendwie 8 oder 7 Likes oder so. Also werde ich das hier weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, klickt wieder Like. Würde mich vom ganzen Herzen freuen und ich knuddel euch wie Terror-Kiwi. Bis denne. Tschö.